Dropshipping oder FBA-Business als passives Einkommen? Ein totaler Mythos. Ich habe auf Amazon schon über 70 Millionen Euro Umsatz gemacht und glaub mir, das war kein passives Einkommen. Und jetzt erzähle ich euch mal, warum das auf Amazon mit FBA und auch Dropshipping nicht so funktioniert. Wirklich das Ding richtig auf die Rakete setzen. Passives Einkommen ist quasi ein Einkommen, wo du einmal ein Setup für aufsetzt und was dann konstant reinflowt, wo man aktiv eigentlich nichts mehr dafür machen muss, sondern wo einfach nur durch dieses Setup immer wieder Geld reinkommt. Generell gibt es diese Art von Einkommen schon. Es gibt zum Beispiel Aktien. Wenn du eine Aktie von Unternehmen hast, musst du eigentlich nichts machen und du wirst auch im Zweifel immer wieder wahrscheinlich Dividenden bekommen. Hier hast du zum Beispiel auch Kursverluste oder ähnliches. Das heißt, mit einem passiven Einkommen kommt normalerweise auch, wenn dann, ein Risiko mit sich. Warum Amazon jetzt an und für sich kein passives Einkommen ist, erkläre ich euch jetzt. Wir sind einer der erfolgreichsten Amazon-Händler in Deutschland und haben wirklich richtig, richtig viel zu tun. Zu Höchstzeiten hatten wir bis zu 1500 E-Mails am Tag, die beantwortet werden müssen. Das heißt, allein unser Customer Service Team hatte ungefähr 15 Mitarbeiter, die von morgens bis abends Anfragen beantwortet haben. Zum Beispiel, Paket ist nicht angekommen, Paket ist zu spät, Produkt ist nicht okay, Produkt ist nicht verstanden, etc. Das ist eigentlich nur so die offensichtlichste Art der Arbeit eigentlich. Aber du musst das Produkt ja auch weiterhin beobachten. Du musst zum Beispiel gucken, dass das Produkt immer in Ordnung ist. Du musst es pflegen, du musst gucken, was macht die Konkurrenz. Das heißt, wir haben wöchentliche Marketing-Meetings, wo wir die Lage analysieren und immer wieder Veränderungen machen müssen. Das heißt, wir haben eine konstante Arbeit damit, quasi das Produkt zu pflegen, es richtig aufzusetzen und auch immer wieder abzuändern, wenn sich irgendwas im Markt ändert. Ne? Gleichzeitig muss man auch schauen, was schreiben denn die Kunden denn neben den E-Mails, die sie schreiben. Ne? Ganz, ganz wichtig ist es, sich die Bewertung anzuschauen, zu gucken, was kommt gerade gut an, was kommt gerade nicht gut an. Im Zweifel muss dann auch wieder das Produkt angepasst werden. Wir hatten zum Beispiel bei einem Produkt mal eine Eigenschaft, die einfach nicht gut ankam beim Kunden. Die Größe musste angepasst werden. Sprich, was du dann direkt machen musst, wenn da viele Rückmeldungen kommen, ist schauen, dass das Produkt etwas verändert wird. Das heißt, du sprichst mit dem Hersteller, mit der Fabrik und lässt es halt anders herstellen. So, dass es am Endeffekt halt wirklich gut auf die Kundenbedürfnisse passt. Wenn du das nicht machst, wenn du nicht auf die Kundenbedürfnisse achtest, wirst du innerhalb kürzester Zeit abgestraft, deine Bewertungen gehen in den Keller und das Produkt wird runtergeratet. Und am Ende sitzt du auf einem Stock von Produkten, die du nicht mehr verkaufen kannst. Ja, was auch noch super wichtig ist natürlich, dass das technische Backend funktioniert. Das heißt, wenn du viele Verkäufe hast, dann muss es sehr, sehr reibungslos laufen. Und leider ist es so, dass du regelmäßig immer wieder irgendwelche Probleme in der Technik hast, weil irgendwas nicht funktioniert. Und sobald es da nicht mehr funktioniert, hat das einen riesen Rattenschwanz und alles wird chaotisch. Wir hatten zum Beispiel mal das Beispiel, dass wir nochmal 7 Tage lang keine Rechnungen in der Warenwirtschaft erstellt wurden. Wir hatten dann im Endeffekt 70.000 Rechnungen, die erstellt werden müssen. Und auch hier sind wir wieder bei Serverkapazitäten, bei Systemkapazitäten. Super schwer, das alles nachzumachen. Es hat richtig lange gedauert, bis wir das alles so hingekriegt haben, dass es am Ende wieder funktioniert hat. Da haben wir natürlich auch ITler, Techniker oder ähnliche Leute, die das auch managen. Ne? Und ja, ganz abgesehen, wo wir schon bei den Rechnungen sind, Buchhaltung muss auch gemacht werden. Wir haben Steuerberater, wir haben Buchhalter. Was man eben auch nicht vergessen darf, wenn du ein Geschäft in Deutschland hast, du wirst geprüft. Es gibt Zollprüfungen, es gibt Steuerprüfungen, es gibt Betriebsprüfungen. Das Gesundheitsamt kommt vorbei und sagt, du brauchst noch einen Feuerlöscher etc. Es gibt auf jeden Fall immer irgendwas zu tun, warum passives Einkommen echt schwer zu realisieren ist. Was viele Leute eigentlich auch mit passiven Einkommen verbinden, ist Dropshipping. Das Prinzip vom Dropshipping ist eigentlich relativ einfach. Meist wird das angeleitet vom Produzenten. Die produzieren ein Produkt, lagern es für einen und dort kannst du einfach sagen, okay, ich verkaufe das Produkt für dich und sobald ich was verkaufe, verschickt der Hersteller das Produkt. Also angenommen zum Beispiel, ich sage, ich will gerne diese Tassen verkaufen, aber habe kein Kapital, um die Tassen quasi einzukaufen. Dann gehe ich zum Hersteller von den Tassen und sage, hey ihr, ich will diese Tassen vermarkten, ich habe eine tolle Strategie dafür, aber ich will sie nicht von euch kaufen. Ich will sie nur verkaufen, wenn ich sie wirklich verkaufe und dann direkt von euch verschicken lassen. Weil ich will nicht selber Logistik haben, ich will selber keinen Warenbestand haben, sondern einfach nur das Marketing machen. So. Die Thematik hierbei ist natürlich eine super Sache für den Hersteller, weil am Ende des Tages hat er dann ganz viele Verkäufer, die dann Sachen verkaufen und auf der anderen Seite relativ geringes Risiko, weil er kann ja auch verschiedene Hochzeiten tanzen, verschiedene Händler haben, die das halt verkaufen. Nachteil für die Verkäufer ist, du hast mehrere Händler, die das verkaufen, sprich, du musst beim Preis ja super kompetitiv sein. Du darfst keine Preisabsprachen machen, sprich, im Endeffekt bist du quasi in einem Bieterwettbewerb, wo sich die einzelnen Händler immer unterbieten. Und am Ende des Tages, was eben auch noch dazu kommt, ist, die Produkte verkaufen sich nicht von selbst. Das heißt, wenn du es irgendwo hinstellst, wird es immer Leute geben, die ein bisschen mehr Aufwand reinstecken, um besser gelistet zu sein, besser vorne mit anzukommen. Und solange du keinen Kanal hast, der komplett exklusiv ist, wie zum Beispiel jetzt ein
Tupper Circle oder sowas oder irgendwie eine geheime Website, auf die nur du darfst, dann wird es immer wieder Konkurrenz geben. Und Konkurrenz sorgt dafür, dass du immer aktiv bleiben musst und nicht die Füße baumeln lassen kannst. Genau, und aus diesen Gründen funktioniert passives Einkommen oder auch Dropshipping oder auch ein passives FBA-Business oder ähnliches nicht auf Amazon. So, jetzt fragt ihr euch, warum gibt es denn so viele Leute online, die mir erzählen, dass ich ein passives Einkommen generieren kann, wenn ich nur ihren Regeln folge? Na, schaut euch mal an, was sie euch dafür anbieten. Vielleicht wollen sie auch was verkaufen? Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich läuft, dann kauft einfach meinen Kurs. Na, Spaß beiseite, ich habe gar keinen Kurs. Ich mache das alles for free, also hört mir lieber zu. Ich erkläre vielleicht nochmal kurz, was FBA ist. FBA nennt sich Fulfilled by Amazon. Das sind quasi Lagerhäuser von Amazon, die in der ganzen Welt verteilt sind und wo Produkte gelagert werden. Wenn du ein Produkt über Amazon verkaufst, wird es von dort verschickt und geht super schnell hin und du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Wenn die Kunden sich am Ende beschweren, dann übernimmt Amazon sogar die Verantwortung. Das heißt, hiermit sourcest du halt einen wirklich wichtigen Teil deines Geschäftes aus und hier wird auch wirklich geholfen, du hast einen 1A-Service. Ansonsten musst du dir eine Logistik selber aufbauen, was aus eigener Erfahrung ein Riesenaufwand ist. Wir hatten tatsächlich diese Erfahrung schon mehrmals. Gerade am Anfang, als es noch nicht wirklich FBA gab, haben wir Sachen selber verschickt und das war sehr viel Arbeit. Und auch in letzter Zeit, als wir unsere ganz erfolgreichen Produkte hatten, haben wir am Ende des Tages Sachen selber verschicken müssen. Warum war das so? Wir sind so schnell gewachsen, dass wir innerhalb von wenigen Wochen bei über 10.000 Produkten am Tag waren, die wir verschickt haben. FBA hat ein Limit, damit die Leute nicht so viel Produkte ins Lager schicken und im Endeffekt die Lager komplett voll mit irgendwelchen Produkten sind. Sprich, wir durften maximal 100, 200 Produkte hinschicken, haben aber 10.000 am Tag verkauft. Merken, das geht nicht auf. Der Nachteil war gleichzeitig auch eine Riesenchance. Das heißt, wir haben im Endeffekt diesen Nachteil, den ja auch alle anderen hatten, dass das Produkt oder der Markt für das Produkt so schnell gewachsen ist, den haben wir ausgehebelt, indem wir innerhalb kürzester Zeit eine Logistik selber aufgebaut haben. Sprich, wir haben Packer gehabt, wir haben Pakete gehabt, wir haben Labels gehabt, wir hatten Drucker gehabt. Und wenn du mal 10.000 Labels am Tag drucken willst, dann merkst du, dass die wenigsten Drucker 10.000 Label am Tag drucken können. Das heißt, selbst der Drucker war am Ende ein Nadelöhr. Ja, aber das ist so witzig, weil dann kriegst du das Teil halt, ne, diesen Drucker zu dir, denkst, jetzt geht's los und dann ist er überfordert und fängt in der Mitte wieder an neu zu drucken und dass du es merkst. Und plötzlich hast du da nicht 10.000 Label, sondern 15.000 Label. Aber wer hat schon eine Ahnung, wie viel 15.000 Label sind? Also ein paar haben wir wahrscheinlich auch doppelt verschickt. Oh oh. Ist halt echt so, ne? Auch hier siehst du wieder, wenn du wirklich Erfolg haben willst und ganz vorne mitschwimmen willst, dass du dann einfach nicht passiv unterwegs sein kannst. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt können wir natürlich argumentieren, und das ist natürlich auch ein valides Argument, dass FBA einem Großteil der Arbeit abnimmt. Das heißt, du kaufst irgendwo Produkte ein, schickst sie zu Amazon, lässt sie verschicken. Und ja, das ist auch so. Generell sollte man sich auch sagen, hey, jeder sollte das tun, was er am besten kann. Das heißt, nur weil passives Einkommen aus meiner Sicht ein Mythos ist, heißt nicht, dass man alles selber machen sollte. Generell ist es super wichtig, Aufgaben aufzuteilen und gerade Expertise an die Leute zu geben, die richtig gut in dem sind, was sie tun. Hier können wir eigentlich mal ein bisschen auf die Wirtschaftstheorie rübergehen, auf die Effizienz des Marktes. Das heißt, sobald du einen effizienten Markt hast, der halt gut funktioniert, wo es keine Ineffizienzen gibt, dass nicht jeder dort verkaufen kann oder dass es halt Vorteile gibt, wenn du an einem bestimmten Ort bist oder ähnliches oder ein Produkt für dich nur eine Person hat, dann wird dieser Ort dafür sorgen, dass dein Return gedrückt wird, wenn du generisch bist. Das heißt, was du machen musst, du brauchst einen Unterschied in deinem Produkt, was den Markt wieder ineffizient macht. Das heißt, du brauchst eine Marke, die besonders viel Vertrauen hat, wofür du sehr viel Arbeit haben musst. Du brauchst ein Produkt, was ganz anders ist als die anderen, um eine Ineffizienz zu gestalten, mit der du dann einen Return haben kannst, also einen Gewinn, der höher ist als der Durchschnitt. Wenn es aber so ist am Endeffekt, dass alles generisch ist, dann wirst du ja nicht mehr als einen generischen Return rauskriegen. Und gerade bei niedrigen Phasen ist es dann gar nichts und bei höheren ein bisschen. Aber um ehrlich zu sein, wenn du dann noch deine Arbeit abrechnest, wirst du auch am Ende mit Null oder eher Minus rauskommen. Weil wenn du eine blöde Idee hast, dann geht es eher nach hinten los. Was man eben auch noch wissen muss, ist nämlich, passives Einkommen per se funktioniert nur mit Kapital. Ohne Kapital wird es nicht funktionieren, weil dann wirst du keinen Return haben. Wenn du Kapital hast, kannst du es probieren mit Aktien, Immobilien etc. Aber auch wenn du ein gutes operatives Geschäft haben willst, was nicht passiv ist, musst du viel Kapital einsetzen, um es einfach nach vorne zu bekommen. Wofür brauchst du das Kapital? Du musst Produkte kaufen und du musst Werbung einsetzen. Das heißt, du musst das erstmal einen Vorschuss leisten für die Werbung, die du einsetzt, um nach vorne zu kommen, um das später wieder reinzubekommen. Und ja, auch das kostet natürlich Geld, weil das Kapital, wenn du es nicht selber hast, musst du dir leihen. Dafür zahlst du wieder Zinsen und ja, das ist auch ein Aufwand natürlich, den du auch direkt gegenrechnen kannst gegen das, was du danach damit verdienen kannst. Ich mache ja viel über Amazon, ich kenne mich damit ziemlich gut aus. Und wenn ihr auch euch für Amazon interessiert oder selber euch fragt, warum euer Listing nicht läuft oder wie es nur besser laufen könnte, dann postet das mal in die Kommentare unten rein und ich schaue mir das dann an und wir machen ein Video dazu und sagen euch, was man da verbessern kann. Was du auf jeden Fall im Endeffekt siehst, ist, du musst schon viel Arbeit und Energie reinstecken und eben auch ein Risiko eingehen, wenn du wirklich im Endeffekt
Geld verdienen willst. Du kannst nicht einfach aus dem luftleeren Raum Umsätze generieren und ein Geschäft haben. Wenn du Unternehmer sein willst und mehr darüber lernen willst, dann schau dir einfach meine anderen Videos an. Da gibt es noch viele weitere Tipps.